Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger in Mecklenburg und Vorpommern, laut Radreiseanalyse 2017 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC ist der Radtourismus in Deutschland seit 2014 um beachtliche 30% gestiegen. Radfahren ist ohnehin der am häufigsten betriebene Sport in Deutschland und wird unter anderem aus Mobilitäts-, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsgründen immer beliebter. Die zunehmende Nutzung des Fahrrades im Urlaub und im Alltag ist mithin aber auch eine Folge gestiegener Investitionen im Bereich der Radverkehrswege. Der Bund fördert seit Jahren den Radverkehr in seiner Zuständigkeit als Gesetzgeber sowie in seiner Zuständigkeit für den Bau von Radwegen an Bundesstraßen. Nach aktuellen Meldungen aus der Presse wird der Bund auch in den kommenden Jahren weiter investieren. Der Ausbau von neuen Radschnellwegen, insbesondere für Berufspendler, soll mit zusätzlich 25 Millionen Euro gefördert werden. Laut Verkehrsstaatssekretär Bartle hat der Bund seine Mittel für Radwege von 60 auf insgesamt 100 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Mit dem nationalen Radverkehrsplan 2020 schafft der Bund Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung des Radverkehrs und richtet sich damit auch maßgeblich an die Länder und Kommunen, die für die einzelnen Maßnahmen der Radverkehrsförderung vor Ort zuständig sind. Die Radverkehrsförderung zielt darüber hinaus auf eine Stärkung des sogenannten Umweltverbunds aus öffentlichem Personennahverkehr, Fuß- und Radverkehr insgesamt ab. Diese Rahmenbedingungen hat sich der integrative Landesverkehrswegeplan Mecklenburg-Vorpommern, der auf der Homepage des Energieministeriums veröffentlicht ist, zu eigen gemacht. Mecklenburg-Vorpommern ist zwar laut Fahrradmonitor des ADFC als fahrradfreundlich bzw. sogar sehr fahrradfreundlich eingestuft worden und nach dem nationalen Radverkehrsplan 2020 als Radfahrerland ein Aufsteiger. Dennoch konnte sich unser Land im aktuellen ADFC-Ranking der beliebtesten Radreiseregionen im Inland im Vergleich zu 2015 nicht um einen einzigen Punkt verbessern und stagniert. Das Thema, was wir hier heute besprechen, war bereits in der letzten Legislaturperiode auf der Tagesordnung hier im Landtag. Während der Aussprache zum Antrag der Grünen, Drucksache 6/5313 mit dem Titel Förderung des Radverkehrs in MV, waren sich alle Redner einig, dass in diesem Bereich viel Arbeit ansteht und sowohl der Alltagsradverkehr als auch der Radtourismus zu fördern sei. Hierbei wurde vom Ausbau von Radwegen über die zu steigernde touristische Bewerbung bis hin zum Lückenschlussprogramm viel gesprochen. Im Ergebnis hat die Regierungskoalition den Antrag dann aber abgelehnt. Wir können nur hoffen, dass es diesmal etwas besser klappt und der Antrag wenigstens weiter verfolgt wird und zur weiteren Bearbeitung in den Ausschuss überwiesen wird. Dass das Thema heute erneut auf der Tagesordnung steht, zeigt deutlich, dass hier immer noch akuter Handlungsbedarf besteht. Fraglich ist nur, warum das alles so lange dauert, wo doch scheinbar alle an einer Lösung interessiert sind und der Bund bereits 2013 die Rahmenbedingungen vorgegeben hat. Mittlerweile ist sogar schon der folgende nationale Radverkehrsplan, der dann von 2020 bis 2030 gilt, in Vorbereitung. Es ist also höchste Zeit, mit den kommenden Haushaltsplänen für 2018 und 2019 die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen und konkrete Maßnahmen vorzusehen. Die Fraktion der AfD möchte aber auch darauf hinweisen, dass es bei allen Vorteilen von Investitionen in das Radverkehrsnetz gilt, Maß zu halten. Der Bund stellt dazu laut nationalem Radverkehrsplan Berechnungswerkzeuge zur Verfügung, um Landkreise und Kommunen bei der Planung von Investitionen zu unterstützen. Diese sollten genutzt werden, die Investitionen und die Bauträger sollten aber auch kontrolliert werden, um Steuergeldverschwendung zu vermeiden. Die Kollegen der Linksfraktion fordern eine Bestandsaufnahme der Verknüpfung von öffentlichem Nahverkehr und Radverkehr. Das zu erwartende Ergebnis dieser Bestandsaufnahme dürfte niemanden überraschen. Nämlich, dass der unkomplizierte Transport von Fahrrädern bzw. das komfortable Umsteigen von Fahrrad auf Zug durch Fahrradabstelleinrichtungen nur leidlich funktionieren. Und genau aufgrund dieser Tatsache ist der Ausbau von Fahrradwegen nicht nur im touristischen, sondern auch im Nahverkehrsbereich besonders wichtig. Hier sollte allerdings ein Punkt ergänzt werden. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme sollten in die seit April 2015 online zur Verfügung stehende digitale Radnetzkarte für Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen werden und neben der gesamten Infrastruktur auch die Verknüpfung zum Nahverkehr öffentlich dargestellt werden, um die Routenplanung zu erweitern und
den Nutzern die Nutzung zu optimieren. Im vorliegenden Antrag steht, dass Städte und Gemeinden dazu angehalten und unterstützt werden sollen, eigene Radwegkonzepte zu entwickeln. Darüber hinaus leiten Sie aus dieser Aufgabe auch den Auftrag ab, diese Konzepte in das Gesamtnetz Radverkehr zu integrieren. Grundvoraussetzung hierfür ist zunächst, die einheitlichen Rahmenbedingungen für das Land in einem Konzept Gesamtnetz Radverkehr mit konkreten Maßnahmen und finanzieller Ausstattung festzulegen. Das ist allerdings eindeutig Aufgabe der Landesregierung bzw. des Energieministeriums. Zuletzt fordern Sie Aktivitäten auf Bundesebene sowie eine Reform der Straßenverkehrsordnung, um mehr Sicherheit für Fahrradfahrer zu gewährleisten. Hier bleibt der Antrag sehr vage, deshalb können wir uns hier auch nur schwerlich die konkreten Maßnahmen vorstellen. Letztlich ein Gesamtkonzept zur Stärkung des Radverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern zu entwickeln und die sich daraus ergebenden Maßnahmen in die zukünftige Haushaltsplanung zu integrieren, ist ein umfangreiches Vorhaben, das gut durchdacht sein will. Es sind viele Ansätze genannt worden, dennoch sind auch noch viele Ideen dabei sehr vage geblieben. Um daraus einen konkreten Auftrag an die Landesregierung zu entwickeln, stimmen wir für eine Übermittlung in den Ausschuss. Vielen Dank.